Um das Rentenniveau in Deutschland stabil zu halten, können Arbeitnehmer nach Einschätzung der Bundesbank künftig erst mit fast 70 Jahren in Rente gehen. Durch die demografische Entwicklung gerät die umlagenfinanzierte gesetzliche Rentenversicherung künftig unter erheblichen Druck, insbesondere ab Mitte der 2020er Jahre, stellt die Notenbank in ihrem aktuellen Monatsbericht fest. Das jüngste Rentenpaket der Bundesregierung sichert bis 2025 das Absicherungsniveau bei 48% ab. Dieses markiert das Verhältnis der Rente zum Durchschnittslohn. Zudem soll bis 2025 der Beitragssatz zur Rentenversicherung nicht über 20% des Einkommens steigen. Experten rechnen danach mit einem sinkenden Rentenniveau und steigenden Beiträgen, wenn nicht gegengesteuert wird.